Hey Leute, euer Killefrag Gaming hier und ich werde heute ein neues Let's Play beginnen und zwar Let's Play Race 07 mit dem Add-on WTCC 2010. Also wir werden die Meisterschaft durchfahren in wahrscheinlich WTCC 2010, wenn ich das hier einstellen kann. Genau, hier. Nee. Geht doch nicht. Wir haben nur die STC10. STCC10. Dann nehmen wir die WTCC 2008. Geht auch nicht. Sag mal, was soll denn das? Ich will keine. Ah, so funktioniert das. Okay. Okay, neu. Name der Meisterschaft. YT. Let's. Play. So. Die FIA World Touring Car Championship 2008 besteht aus 12 Läufen. Punkte erhalten die ersten 8 Fahrer eines jeden Laufes. Bla, bla, bla. So. Was wollen wir fahren? Da bin ich jetzt aber echt am Überlegen. Komm, wir fahren einen kleinen schnittig Volvo. Und zwar hier den Green Racing. Volvo C30. Dieser hat einen 2-Liter 5-Zylinder-Reihenmotor mit 20 Ventilen, 285 PS bei 8600 Umdrehungen pro Minute. Entschuldigung. Ein maximales Drehmoment von 240 Newtonmeter und wiegt gerade mal 1,1 Tonnen. Also, es ist eine Spaßmaschine. Gut, wir nehmen natürlich die Profi-Variante. Fahren immer 10 Runden. So, Gegnerstärke machen wir mal auf 93%. Das ist schon richtig schwierig. Da können wir veränderbar einmachen, damit wir auch ein bisschen da den Spaß drin haben. So, Gewichtsstrafen. Aha. Und würde ich sagen, los geht's. Wir fahren in Curitiba. Autodromo Internacional de Curitiba. Ja, der Ladevorgang, der dauert natürlich dann immer etwas länger bei 24 Autos und doch recht hoch detaillierten Autos. So, und wie wir hier oben sehen, haben wir zwei Trainingsläufe, eine Quali, das ist Warm-up, das ist nur 2 Minuten irgendwie in der Box stehen und Auto einstellen. Zwei Rennen und dann die Ergebnisse. Ja, ich würde sagen, wir fahren einfach mal kurz eine kleine Runde. So, Motor ist an. Erster Gang und los. Ja, ich fahre mit dem Lenkrad natürlich, Logitech G27. Und das, was ihr im Hintergrund hören werdet, ist dieses Klacken, das ist dann nur meine Gangschaltung, weil ich mit H-Shifter fahre. Ja, einfach mal die Strecke jetzt angucken. So oft bin ich sie jetzt auch noch nicht gefahren. Also ich kenne sie schon vom Grundprinzip her, aber wirklich gefahren bin ich die noch nicht. Also Bremspunkte und
mit in welchem Gang ich die Kurve fahre, etc. Das stellt sich halt alles noch heraus. Uah. So. Ups. Habe ich mich doch glatt mal verschalten. Ja, gucken wir mal, was das Ding spitze bringt. Way. Und zu spät gebremst. Ab ins Gemüse. Hoffentlich treffen wir hier auch mal auf Verkehr, weil überall fahren die Namensschilder rum, aber man sieht ein Auto und das ist schon ein bisschen schade, weil so einen kleinen Fight im Training ist immer mal abwechslungsreich und spannend. Ach, guck mal da. Boah, hat die Sau sich einfach vorbeigedrängelt. Ja, schön Windschatten fahren. Also ich glaube, ich fahre doch lieber mit den Pedals. So. Mit den Pedals bin ich meistens schneller unterwegs, habe ich jetzt so aus der Erfahrung raus gelernt. Manchmal sogar bis zu 2 Sekunden und das ist eine Menge. Ja, Position 13 im Training, ja, es könnte besser gehen.
Oh, schon sind wir Platz 10. Das hat ja jetzt aber noch nichts zu sagen, weil ist ja nur Training bis jetzt. Oh, das war ein blockierender Reifen. Das ist nie gut. Okay, die Runde kann ich definitiv vergessen. So, ja, noch mit Anschlagen. Naja. Ah, lassen die Gentlemen da mal durch. Rutschen durch. So, dann fahren wir mal wieder in die Box. Weil ein bisschen am Auto schrauben. Vielleicht kriegen wir noch eine Sekunde oder zwei raus. Dann kommt noch natürlich der Sprit hinzu, der sollte dann auch noch weniger werden fürs Qualify. Und ich habe echt keinen Blassen, wo diese Boxeneinfahrt ist. Ich werde jetzt noch eine Runde drehen. So, wieder im Windschatten anklemmen. Bloß weil ich in die Box fahre, heißt es ja nicht, dass ich jetzt wie ein Opa fahre. Dann drängeln wir uns hier mal in der Mitte vorbei. Zum Glück ist das die WTCC, da gehört der Lackaustausch schon mal zum guten Ton. Ach, da ist er. Ich hab sie gesehen. Das sollte man natürlich im echten Leben vielleicht nicht machen. Aber naja. In die Box. So. Na, Speedlimiter mit 60 km/h. Das ist pure Faszination eigentlich. So langsam fährt keiner. So. Und dann auch noch. So. Dann zurück in die Box. Fahrzeug-Setup. So, das ist ein recht flacher Track. Da kann man echt nichts einstellen. Nehmen wir mal zwei Flügel runter. Setzen den hinten ein bisschen tiefer. Das können wir noch einstellen. Ja, ein bisschen Tank raus. Also ich sehe jetzt hier auf meinem zweiten Data- oder Datenmonitor, ich brauche 1,86 Liter rund pro Runde. Das heißt, wir nehmen einfach mal 5 Liter mit. Damit sollten wir recht weit kommen. Und testen das Ganze mal aus. So. Falsche Taste. Aha. Ah. Wenn wir jetzt hier mitten im Verkehr landen, ist natürlich doof, aber naja, wir können nichts dagegen tun. So. Was soll denn das? Wir schleichen. Ah, bitte Vorfahrt hier werden.
Also das ist noch ein bisschen doof geregelt hier mit den Flaggen. Also die blaue Flagge ist meistens